Herzlich willkommen zu unserem neuen Bauvorhaben. Wir stehen hier in Vaihingen-Enns und wir haben heute die erste offene Besichtigung für das neue Vorhaben. Ich stehe hier mit dem Filippo Palano. Fili, du bist der Verantwortliche für die Vermarktung von dem Projekt. Erzähl uns noch ein bisschen was drüber. Ja, also hier werden insgesamt 3 Wohnhäuser entstehen mit insgesamt 16 Einheiten. Wir haben hier Wohnungsgrößen zwischen 68 und 168 Quadratmeter. 2,5 Zimmer bis 5,5 Zimmer, jeweils entweder mit Balkon oder mit Gartenanteil. Und bei den Penthouse-Wohnungen haben wir auch sehr schön große Dachterrassen. Das heißt, für jeden Geschmack sollte da was dabei sein. Und ich sehe schon, du freust dich auf die Penthouse-Wohnungen. Die sind beeindruckend. Jeder hat uns darauf angesprochen, als das Modell fertig war, wie groß denn hier die Flächen sind in der Dachterrasse. Und ich habe auch gerade gesehen, du musst mich die ganze Zeit anblinzeln, weil wir stehen voll in der Sonne. Genau. Deswegen schlage ich vor, wir gehen in eine ganz große Besonderheit, weil wir haben heute keinen Baucontainer hier, sondern das Team hat sich überlegt, wir nutzen die noch bestehenden Hallen auf dem Grundstück als Baucontainerersatz. Und wir nutzen hier die ganze Fläche und haben was ganz Besonderes vorbereitet. Ja. Schauen wir uns das doch mal an. Sehr gerne. So, jetzt stehen wir hier in der Halle. Wir haben das neue Modell, das gestern erst fertiggestellt worden ist, extra für die offene Besichtigung, mit allen Häusern in der Abbildung. Das kann man sich hier anschauen bei uns. Und jetzt kommt diese große Besonderheit. Was war denn hier die Idee? Ja, die Idee war, dass wir eine der Wohnungen in der Halle abbilden, weil wir ja so viel Fläche haben, und da haben wir uns natürlich für die große Penthouse-Wohnung entschieden, wo wir auch aktuell gerade auf der Terrasse stehen. Okay, das heißt, das ist diese Wohnung hier. Genau, das ist diese Wohnung hier oben. Okay, und das heißt, wir stehen jetzt praktisch hier an der Stelle gerade. Genau, hier, wo der Balkon die Ecke macht. Und das ist die komplette Terrasse. Und das ist die komplette Terrasse geht quasi von hier und geht dann noch hier drüben weiter. Wow. Fehlt noch ein halber Meter, weil wir nicht mehr den ganzen Platz hatten für diese große Terrasse. Ja. Und die komplette Wohnung ist hier abgebildet? Die ganze Wohnung im 1:1 Maßstab. Okay, das heißt, jemand, der Interesse hat an der Wohnung, der kann sich hier schon mal ein Raumgefühl schaffen. Ja. Und für alle Wohnungen, die da drunter stattfinden, die haben auch ein Gefühl, weil die ja in der Fläche immer enthalten sind. Genau. Also, ganz interessantes Konzept. Wir haben dann noch Sitzmöglichkeiten, Getränke. Und was passiert jetzt heute hier bei der offenen Besichtigung? Wie kommen die Kunden? Müssen die sich voranmelden? Welcher Zeitraum ist hier, wo die offene Besichtigung auch in der Zukunft stattfinden wird? Und welche Informationen gibt es dann von deiner Seite? Okay, also zum einen Zeitraum werden wir hier jeden Sonntag von 10 bis 16 Uhr eine offene Besichtigung machen. Grundsätzlich ist es immer von Vorteil, wenn die Kunden natürlich vorher schon anfragen. Okay. Aber ist auch kein Problem, wenn sie mich anrufen oder den Philipp in der Unterstützung. Das heißt, wir können auch einfach Vororttermine persönlich vereinbaren. Wenn die Kunden dann da sind, dann haben wir verschiedene Möglichkeiten, das den Kunden näher zu bringen. Wir haben zum einen die Baumappen, wir haben einmal das, was wir hier vorher schon angesprochen haben, mit dem Grundriss dargestellt. Wir haben das Modell natürlich da, wir haben auch die Möglichkeit, weil hier nur Abriss noch nicht stattgefunden hat, in die oberen Geschosse zu gehen und einfach dieses Feeling von den jeweiligen Geschossen darzustellen. Okay. Genau, und für sonst ist auch das Leibliche wohl gesorgt, das heißt, die Kunden sind hier rundum versorgt von meiner, unserer Seite aus. Sehr gut, das hört sich sehr gut an. Informationen gibt es dann zum Mitnehmen und wer dann weiteres Interesse hat, der kommt ins Büro, führt ein Gespräch mit Bernhard für die Projektentwicklung und dann kann man nochmal die Details durchsprechen. Richtig. Und wenn man dann Interesse hat, entweder hier schon oder im Büro eine Reservierung unterzeichnen. Richtig. Okay, super. Dann würde ich vorschlagen, wir gehen mal schnell noch auf den Balkon und schauen uns da das Grundstück von oben an. Alles klar. Perfekt. So, jetzt sind wir hier im Obergeschoss vom Bestandsgebäude angekommen. Wir stehen auf dem Balkon und wir genießen hier gerade diese absolute Ruhe. Wir sind zwar mitten im Zentrum, aber doch in einer total ruhigen Lage. Ganz besonders deswegen, weil in diesem kleinen Quartier, wo wir hier bauen, sind wir überall in der zweiten Reihe. Das heißt, die Straße ist direkt weg vom Grundstück, von den Gebäuden B und C, ganz besonders. Und Fili, dieses Level, was wir jetzt an Höhe haben, zur Vorstellungskraft, bauen wir auf dem gleichen Level beim Neubau? Nee, wir werden in der Hochparterre beginnen mit der ersten Wohnung. Das heißt, auf dem Höhenlevel, wo wir jetzt sind, sind wir zwischen Erdgeschoss und Obergeschoss. Okay. Und du wirst von hier aus trotzdem die Gespräche führen, weil du einfach die Größe vom Grundstück dann abbilden kannst. Genau. Okay. Dass sich eben jeder ein Bild machen kann, auch mit den Gärten und der Ruhe, die du gerade schon angesprochen hast, einfach die aktiv erleben können. Ja. Und von den Häusern her, wie ist da die Aufteilung? Das ist jetzt das Haus A nachher? Richtig. Okay. Und das Haus B genau, und C? Genau, das Haus B wird nachher hinten links gebaut werden und das Haus C wird quasi hier direkt vor uns entstehen.
Wir sehen jetzt auch schon die Gärten oder das Gartengrundstück von der Untergeschosswohnung vom Haus C. Das heißt, hier kommt nachher das Gartengeschoss hin und da haben wir nachher die Haus C Gartengeschosswohnung. Ja. Das ist toll. Du bist schon begeistert, ich habe es rausgehört. Ich bin sehr begeistert von dem ganzen Bauvorhaben und freue mich schon sehr auf die ersten Besichtigungen jetzt. Super. Dann wünsche ich dem Philly und dem Team viel Erfolg bei der Vermarktung, tolle Gespräche. Und wenn ihr Interesse habt an dem Bauvorhaben, meldet euch einfach beim Philly und kommt zur offenen Besichtigung vorbei.